Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack 9. Leute, ich habe mal wieder alles in Gänge gesetzt, um euch hier etwas Unglaubliches zu bieten. Insgesamt über 16 Stunden Arbeit sind jetzt in dieses Video reingeflossen. Ich hoffe, es gefällt euch, Leute. Ich hoffe, ihr wisst es wertzuschätzen. Bitte vergesst nicht, ein großes Dankeschön an all diejenigen, die diesen Kanal und die dieses Video unterstützen. Mit einem Daumen hoch, mit einem Kommentar für den YouTube-Algorithmus. So funktioniert das halt hier. Aber jetzt gibt's erstmal den obligatorischen Zeitraffer. Wie ihr vielleicht merkt, es geht dabei um die Börse und ganz besonders um das Börsensystem. Was ihr nämlich in dem Zeitraffer gerade nicht gesehen habt, ist, was darunter passiert ist. Denn ihr seht, dass das hier auch alles neu ist. Überraschung, ich habe die ganze Börse nochmal verändert, umgebaut und da, Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit das war. Das war wirklich, das ist von allen Sachen, die ich auch jemals in Craft Attack bis jetzt gebaut habe, das größte und aufwendigste bislang. Wir haben ein Display, wir haben Technik, die das Display auswertet, wir haben ein neues Aktienverteilsystem, der Hammer. Wir haben hier Sicherheitstechnik vom neuesten Level an Bord. Und einige Änderungen. Änderung Nummer 1, oder ich zeige euch erstmal allgemein, wie das ganze Ding funktioniert. Wir haben hier ein Display. Ihr seht, das Display kann Balken erzeugen. So ein Balkendiagramm-Display. Und das Display wird später an eine Clock angesteuert. Ja? Und diese Clock kann Folgendes machen. Die kann quasi dem Display sagen, okay, rück mal ein vor. Hier ist das Signal für die Clock. Das heißt, jedes Mal, wenn da ein Stromsignal reingeht, macht das Display was. Für uns machen wir jetzt Folgendes. Für die YouTube-Aufnahme werden wir jetzt einfach mal ganz frech hier ein Kabel entlang ziehen und quasi das hier automatisieren mit diesem einen Kabel. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir das alles vorsichtig hier entlang legen. So, ich setze mir mal einen Raypoint, damit ich auch weiß, wo wir da sind. Ich habe alles mal im Metall dabei, um es euch zu zeigen. Ja, wunderbar. Also es ist alles schon fertig. Wir werden in den nächsten Livestreams dann die Börse mal tatsächlich online bringen und anschließen. So, also hier einmal kurz unser Kabel anschließen. Na, wo ist es denn? Hallo, Kabel? Da, ach, da ist es doch. Ja, wunderschön. Was will man mehr? Zack, 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 zack. Wunderbar. Wir machen uns hier mal einen Knopf hin. Jedes Mal, wenn auf dieser Leitung Strom ist, passiert Folgendes. Das Display rückt weiter. Machen wir mal. Es dauert jetzt ein paar Sekunden. Die Technik werkelt, rechnet. Und ihr seht, das Display rückt ein Stück nach links. Und jetzt geht's los. Denn jetzt kommen die Diamanten ins Spiel. Und da wird's spannend. Wenn wir uns jetzt einfach mal ein paar Diamanten nehmen und mal Umsätze haben, da sehen wir das, dann kann dieses Display Umsätze auch ermessen. Ne? Passt mal auf. Wenn ich jetzt in diese Trichterstraße, wir haben ja unten im Boden so eine Trichterstraße, wir können es mal hier runterbauen, da seht ihr sie, da ist hier die Trichterstraße des Shopping Districts. Und wenn wir jetzt in irgendeinem Shop Umsätze haben, zum Beispiel ein Diamant, ja, dann ist das ja ein Diamant als vorher. Vorher waren es 0 Diamantenumsatz, die wir hatten, und jetzt ist es ein Diamantumsatz, den wir haben. Wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, dann passiert Folgendes. Achtet. Bam. Wir erhalten einen Strich. Dieser Strich bedeutet mehr Umsatz als vorher. Und wenn wir jetzt keinen Diamant machen, okay? Kein Diamant und wir drücken nochmal drauf, ist es ja weniger Umsatz als vorher. Und weil es weniger Umsatz als vorher ist, ihr seht, geht der Strich langsam nach unten. So, aber wenn wir jetzt zwei Diamanten machen, ne, zum Beispiel, dann ist das ja mehr Umsatz als beim vorherigen Klick. Wir drücken auf den Knopf. Die Technik rechnet es aus. Und ah, ich war zu langsam. Okay, ich war zu schnell. Jetzt. Ihr seht, es dauert immer ein bisschen, bis es ausgewertet wird, muss man fairerweise dazu sagen. Also nächster Versuch. Jetzt müsste es klappen. Jetzt müssten wir einen Strich sehen. Perfekt. Man muss ein bisschen warten. Die Technik braucht einen Moment, um das festzustellen. So, das waren zwei Diamanten. Jetzt machen wir 1, 2, 3, 4, 5 Diamanten. 5 Diamanten ist ja auch mehr als vorher. Deshalb warten wir mal einen kleinen Moment. Warten und warten
und warten, damit die Technik das auch wirklich erfassen kann. Die braucht einen Moment, um das zu erfassen. So, und wir drücken auf den Knopf und achtet, was passiert. Das Display rechnet aus, rückt vor und ein großer Strich entsteht. Wenn wir jetzt weniger Umsatz haben im Shopping District, beispielsweise jetzt nur 3 Diamanten, okay, warten wieder einen Moment, bis die Technik das ausgerechnet hat. Ihr merkt schon, worauf wir hinaus wollen. Ist das nicht irre? Bitte schreibt es mir in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr jetzt gerade denkt. Das würde mich echt mal interessieren. Wie findet ihr das? So, jetzt drücken wir wieder auf den Knopf. Und jetzt achtet, was passiert. Zabuff, weniger. Und jedes Mal, auch wenn gar nichts ist, also wenn gar kein Diamant gemacht worden ist, sinkt dieses Diagramm jedes Mal, wenn es weniger ist, um einen runter. Und jedes Mal, wenn es mehr als beim letzten Periode, wir sagen dazu Periode, jedes Mal, wenn ich auf den Knopf drücke, wird eine neue Periode eröffnet. Und jedes Mal, wenn es mehr ist, steigt das Diagramm um 2. Wenn es weniger ist, gefällt es um 1. Und damit können wir die Wirtschaft darstellen. So, das Ding ist genau 24 Blöcke breit, 24 Stunden. Denn ich baue hier in die Technik einen Real-Life-Stundenzähler ein, der die Echtzeitstunden zählt. Nicht in Minecraft-Stunden, sondern Echtzeitstunden. Und in der Börse kann man dann sozusagen sehen, wie die Wirtschaft so war. Das heißt, wir sehen jetzt gerade, momentan ist nicht viel los im Shopping District. Davor war auch nicht viel los, aber vor 1, 2, 3, 4 Stunden, vor 4 Stunden wurde richtig Umsatz gemacht. Die Zahlen gingen hoch, danach gingen sie runter. Wir sehen damit so eine Tageswirtschaft. Später wird es wahrscheinlich so sein, dass sie am Abend so 18, 19, 20, 21 Uhr sehr hoch gehen werden und dann werden sie über Nacht fallen. Morgens, wenn die ersten Craft Attack Spieler wieder spielen in den Shopping District, kann es mal so kleine Mini-Peaks geben, wie das hier zum Beispiel. Und ich denke mal, abends könnte das ungefähr so aussehen. Wir werden richtig hier sehen, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Wie funktioniert das? Super kompliziert, aber um es euch mal kurz zu zeigen, wir können mal weitere Diamanten hier reintun. So, und dann, jetzt geht es nämlich weiter, weil das, bevor ich euch sage, wie es funktioniert, das war ja noch nicht alles. Das war ja gerade mal die Spitze des Eisberges. Die ganzen Diamanten flitzen ja auch noch hier rein. Aktuell werden die ganzen Diamanten hier kurz gestoppt, wie ihr seht, absichtlich. Hier werden die Diamanten gezählt. Für jeden gezählten Diamanten gibt es ein Signal auf diese Leitung. Und ich habe auf meinem YouTube-Kanal, müsst ihr mal ein bisschen browsen und scrollen, ein paar Videos und Überlegungen gemacht, wie man ein Aktiensystem in Minecraft realisieren kann. Sucht einfach mal nach The Joecraft und Aktien. Dort habe ich in dem Video ausführlich erklärt, wie diese Technik funktioniert. Aber hier ist eine Analysetechnik. Diese Technik nimmt sich quasi den aktuellen Ist-Wert, ist gerade bei 24, und War-Wert war bei 1. Und vergleicht diese Werte, ist es mehr oder weniger. Also quasi eine Waage ist das hier, eine Redstone-Waage, die immer aktuell vergleicht, wie der Ist-Wert ist. Und nach dem Vergleich nimmt sie den Ist-Wert, packt den zum War-Wert und der neue Ist-Wert muss dann rauf oder runter steigen. Versteht ihr? Das macht diese Technik. Und je nachdem gibt sie dann Signal an das Display, machen Graphen nach oben oder lassen Graphen abfallen. Das ist erstmal der grobe Teil der Technik. So, die Diamanten befinden sich jetzt hier und können in dieses Minecart geleitet werden. Wenn dieses Minecart losfährt, verteilt es die Diamanten und die Wadda-Hadda-Dudda-Zettel sollten jetzt nicht da reingelegt werden, wie ihr seht. Aber dieses Minecart verteilt die Diamanten gleichmäßig auf diese Dropper. Und diese Dropper sind jetzt wichtig, denn das ist ein neues System. Wenn ihr bereits Minecraft Attack geguckt habt, dann wisst ihr, bis jetzt war es so, dass wir Geschäftskonten hatten. Jeder, der an der Börse quasi irgendwie sich beteiligen möchte, hat Geschäftskonten. Das System habe ich abgeschafft. Ich habe ein viel besseres System. Und die Wadda-Hadda-Dudda-Zettel, die sind einfach wichtig, damit in Minecraft immer die richtige Menge drin ist. So, angenommen jetzt hier sind maybe 18 Diamanten, hier sind 9 Diamanten und hier sind auch 9 Diamanten, okay? Dann sind das jetzt sogenannte Aktienanteile. Ihr seht, das Minecart splittet immer mal wieder, sobald 30 Diamanten da sind, splittet es diese Diamanten auf 30 Dropper. Und jeder einzelne der Dropper besitzt eine eigene Schlüsselkarte. Ihr seht, das hier ist das Cassie 1, Cassie 2, Cassie 3. Cassie steht für Craft Attack Shopping Index, also quasi das ist unser DAX, sowas in der Art, also quasi unser Fonds, wo das ganze Geld drin ist. Und ihr seht auch schon, dies ist ein Aktienanteil der CA9-Börse von RGB Pixel und The Joecraft. Dieses Buch gewährt Zugriff auf einen Anteil Cassie Craft Attack Shopping Index. Bei Vorlage in der Börsenbank wird der angesparte Anteil ausgezahlt. Jetzt wird es so sein, dass wir ja Leute haben, die hier bei der Börse beteiligt sind durch ihren Shop. Die bekommen dann Anteile. Beispielsweise, maybe jetzt Kroko bekommt 3 Anteile. Das heißt, Kroko würde 3 Bücher bekommen. Diese 3 Bücher stehen für pures Geld. Man muss sie nur eintauschen. Und alles, was jetzt Kroko machen kann, ist, er kann sagen, okay, ich behalte diese Bücher. Das sind 3 Anteile, also insgesamt 9,9% Anteil an der gesamten Börse, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Auf jeden Fall 3 Dreißigstel. Ein Zehntel. Ja.
3,30, ein Zehntel. Das ist ein Zehntel Einheit. Ich glaube, ich habe mich verrechnet, egal. Aber versteht ihr schon, das sind quasi Anteile, weil das Geld, was hier reingeht, wird auf alle 30 aufgeteilt. Und je mehr Bücher ihr habt, desto mehr könnt ihr natürlich vom Gesamtgewinn abnehmen. Wenn jetzt im Totemshop für 100 Dias was gekauft wird, 100 geteilt durch 30 wird aufgeteilt, versteht ihr? Und es spart sich auf diesen Büchern Geld an. Um dieses Geld zu bekommen, geht man nicht mehr hierhin. Das ist jetzt alt, das System. Das hier ist jetzt einfach ein Schließfachsystem. Das heißt, ich werde das ändern. Ich werde einfach dafür sorgen, dass die Leute, die jetzt nicht Geschäftskunden sind oder bei der Börse beteiligt sind, dass die quasi hier ein Bankschließfach haben. So wie Spark letztes Jahr hatte, nur halt jetzt ein bisschen moderner mit Chestmine-Card. Wenn ich jetzt meine Aktienanteile aushalten möchte, ja, dann gehe ich hier rein. Und dieser Raum ist schon der erste besondere Raum. Ihr seht nämlich, die Tür schließt sich hinter mir. Und die Besonderheit ist, jetzt ist diese Tür zu. Über einen Bewegungsmelder, der hier unten im Raum ist. Ihr habt es vielleicht gehört, hier ist ein Pufferfisch im Untergrund. Und wie genau das funktioniert, wird es heute auch noch ein Tutorial dazu geben. Richtig geil, also abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es nicht verpassen wollt. So, ihr seht, die Tür geht nach einer Zeit auf. Das ist quasi ein System. Ich muss die Druckplatte nicht berühren, ne? Sobald ich in diesem Raum drin bin, erkennt das der Pufferfisch. Die Tür geht zu und ich bin gesichert in den Raum. Die Druckplatten sind dafür da, dass ich den Raum verlassen kann. So, hier ist jetzt das Auszahlsystem. Das heißt, hier kann ich eine Aktie einlegen. Und jetzt muss ich einen kleinen Moment warten. Und jetzt wird von diesem Konto, was diese Aktie hat, das abgehoben, was bis jetzt angespart worden ist. Und achtet. Es dauert ein paar Sekunden. So, da ist mein Buch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bingo. Meine neuen Diamanten. Geil, oder? Und mein Buch ist auch wieder zurückgekehrt. So, das ist jetzt abgehoben worden. Und wenn ich natürlich mehrere Bücher habe, kann ich die alle hier reinlegen und kann mir mal eben kurz ordentlich Dias auszahlen lassen. Das ist die Idee. Ich gucke mal, ob wir das System noch irgendwie beschleunigt kriegen. Aber andererseits, warum nicht? Ich meine, im Moment kann man ja warten. Was jetzt richtig cool ist, ist, dass diese Anteile jetzt auch verkauft werden können. Das heißt, ein Croak oder Andy hat 3 Anteile und er kann natürlich sagen, ja, maybe tue ich mich jetzt mit einem anderen Shop zusammen und ich verkaufe dir dafür meinen Anteil. Das heißt, man kann diese Bücher ja verkaufen. Diese Bücher sind Unikate, die lassen sich nicht kopieren und faken. Ihr seht jetzt gerade, 2 Bücher habe ich, das System arbeitet manchmal in mehreren Schichten. Da kommt jetzt mein 3. Buch und da wird der Rest der Diamanten mir wieder ausgezahlt, sodass ich am Ende auf meine Summe an Diamanten kommen, die ich hatte. Der Server ist gerade ordentlich am Laggen. Man merkt es richtig gerade. Und ihr seht schon, das ist die Börse hier in Craft Attack. So funktioniert sie. Wir haben echte Aktien mit echten Aktienanteilen, die man hat. 30 Stück sind es. Die 30 werden vergeben an alle Leute, die einen Shop besitzen. Und man kann sich da oben auszahlen lassen. So, aktuell schließe ich wieder die Anteile. Das heißt, ich packe die Bücher momentan hier rein. Ihr seht, insgesamt ist es so, dass exakt ein Buch für jeden da ist und dann werde ich jetzt demnächst die Börse anschließen und die Bücher verteilen. Jetzt ist noch die Frage, wie kriegen wir einen Stundenrhythmus hin? Also jede Stunde soll das Display ja einmal vorrücken und ausrechnen, wie viele Diamanten quasi, ne, war es mehr oder weniger. Und das kriegen wir hin, indem wir eine Technik nutzen, die ihr auch schon aus dem letzten Part kennt. Und zwar, ihr seht, ich habe hier unten wieder Lamas eingebaut. Die Lamas geben alle 9 Sekunden einen Puls. Der 9 Sekunden Puls ist unabhängig von Lags, also auch wenn der Server gerade laggt, alle 9 Sekunden dreht sich das Lama. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch 400 Mal das Ganze messen, indem wir einfach ein Item hin und her schieben. Und nach 400 Mal, was haben wir dann? Haben wir eine Stunde. Haben wir 3600, ne? Also 9 mal 400 gleich 3600. Und damit genau eine Stunde. Und jede Stunde rückt also unser Display fort. Das ist die Börse in Minecraft. Leute, ich hoffe, sie gefällt euch. Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung, Ideen, Wünsche. Und in diesem Sinne macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.